Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Sneaky Snakes, einem schönen Spiel von Rare Limited und Trade West. Ja, und Rare ist ja ein Hersteller, der mittlerweile schon gar nicht mehr für Nintendo oder Sony produziert, sondern ausschließlich von Microsoft ist aufgekauft worden. Ja, und zeigt sich heutzutage verantwortlich für Sachen wie Sea of Thieves zum Beispiel. Naja, ob das so viel besser ist als die guten alten Battletoads und was weiß ich? Ich weiß es nicht. Aber Rare hat seinerzeit auf dem Gameboy wirklich schöne Sachen rausgebracht. Das Battletoads Game finde ich auch ganz nett. Oder WWF Superstars 1 ist auch von Rare. Unter anderem, aber gepublished von LJN. Ja, ist ja auch so ein richtiger schöner Klassiker für mich. Das, was wir heute angucken, Sneaky Snakes, habe ich noch gar nicht in der Sammlung. Ich habe es aber schon zwei, dreimal auf dem Trödel gesehen und da hat mir der Preis aber nicht geschmeckt. Ja, erzähle ich euch gleich noch die Story. Erstmal, der Männlichkeitsmuffin ist gestellt auf knappe 10 Minuten. Was direkt auffällig ist, ne, das ist so optisch sehr angelehnt an Snake Rattle and Roll, und zwar so dieser Schriftzug, ne, diese Schriftart und auch diese Schrift mit der Spiegelung drin, das sieht aus wie bei Snake Rattle and Roll auf dem NES, und auch dieser Charakter da, ne, und auch genau, jetzt so, wenn ich sehe, dieser Schlangenkopf, den wir hier steuern, der sich auch ganz schön flott steuert, muss ich gerade mal sagen. Ah, okay. Ich versuche gerade noch rauszufinden, wie man das Ding steuert. Genau, mit B können wir quasi das Maul aufreißen und die Zunge schnalzen. Mit A kann ich ein bisschen springen. Ja, und mit dem Steuerkreuz bewege ich ihn wirklich sehr flink durch die Gegend. Oh Gott. Wäre ich fast im See versunken, habe ich den Eindruck. Okay, das war, glaube ich, nicht gut. Ein Warp. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass ich jetzt irgendwelche Hitpoints verloren habe oder so. Habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, worum es in dem Spiel geht. Bei Snake Rattle and Roll ist das Ganze ja eher so in einer isometrischen Perspektive gelöst. Und hier haben wir wirklich so eine Art Plattformer. Ja, da kommt nichts mehr raus. Ein bisschen auf die Zeit achten, die da unten abläuft. Ah ja, das war dann der Ausgang aus dieser Bonushöhle oder was das sein soll. Ja. Jetzt ist mir hinten wieder was gewachsen da. Da ist der Schweif ein bisschen länger geworden. Oder nennt man es Schwanz bei einer Schlange? Ich weiß es nicht. Körper. Okay, das hat Gott sei Dank keinen Punkt diesmal gekostet. Aber das, glaube ich, sah wie eine Bombe oder sowas aus. Okay. Wie er immer die Flossen dann wieder ausspuckt, ne? Sehr schön. So, und nu? Okay, ich glaube, ich verstehe das Spielprinzip. Man wird am Ende hier gewogen und das Tor geht erst auf, wenn man schwer genug ist. War das nicht in Snake Rattle and Roll auch so? Irgendwie klingelt da gerade was bei mir. Also ich muss zugeben, ich habe Snake Rattle and Roll nie selbst gespielt. Ich habe nur ein sehr schönes Video noch in Erinnerung von dem lieben Maxi von der Final Stage Show, der mittlerweile bei Nerdstar arbeitet. Na, komm. Oh, das war wohl eine Bombe. Da ist mir wieder so ein Schwanzteil flöten gegangen. Hallo. Werde ich hier nochmal ein bisschen versorgt? Ja, so werde ich ja nie Gewicht aufbauen hier. Da ist noch ein Fisch. Und da ist noch ein Fisch. Ah, da kommen doch noch welche. Oh. Ich muss mal gucken, dass ich hier langsam rauskomme. So, die Tür ist offen. Auf ist die Tür. Boah, gerade im letzten Moment, da kam irgendwie so ein Beil oder sowas angeflogen, ne? Okay, ey, die Zeit ist richtig knapp. Das ist aber auch typisch für alte Rare-Games. Die waren immer sackschwer, ne? Die guten alten Battletoads oder auch das Spider-Man Jump'n'Run, zumindest der erste Teil, der war auch von Rare. Okay, ja. Ich glaube, da auf den Stacheln wartet ein Bonusleben auf mich, aber die Stachel sollte man besser nicht berühren, wie ich gerade merke. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieser Luftballon sollte. Ich muss wirklich sagen, diese Steuerung ist echt flott, ne? Also, da, es fühlt sich nicht so richtig präzise an, sagen wir mal so. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem jetzt dabei, weil man muss eigentlich relativ präzise in diesen gefährlichen Leveln hier arbeiten. Aber es fühlt sich nicht so an, als ob wir das tun. Ach, guck mal, was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich hier so ein Fisch. Ich habe nämlich gerade schon gedacht, wie komme ich denn an diese Sachen ran? Ja, lass mal die Luft ein bisschen raus, dann können wir vielleicht... Ach, guck mal, wenn ich B schneller drücke, dann wird der Kopf wieder kleiner. So, dann sinken wir ab.
Das ist ja, also lustige Ideen dabei auf jeden Fall. Ne? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Das ist wieder ein schönes Beispiel für am besten mit Anleitung spielen den Spaß. So. Ich hoffe, der hat sich mittlerweile schon mal ein bisschen dicker gefuttert hier. Ja, wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Oh, jetzt sind wir auch nochmal getroffen worden. Was sagt denn die Zeit? 79 Sekunden. Ja, komm. Ach, ein Gegner oder was soll das sein? Okay, verstehe. So. Dann geh mal ruhig ein Stück darüber. Oh Mann. Ah. Oh Mann, ey. Also gerade durch diese super flotte Steuerung schwierig, diese Mini-Rätsel da zu lösen. Diese Sonderaufgaben. Aber grundsätzlich so von der Präsentation und so gefällt mir das echt gut. Ja, ich hab's schon gedacht, wir sind noch nicht rund genug gefuttert. Mal gucken, ob das hier auch wieder so läuft wie vorhin. Einfach mal hier unten warten. Das ging eigentlich vorhin ganz gut, dass wir einfach hier unten warten, aber irgendwie tut sich jetzt hier nichts mehr. Ja. Muss noch ein bisschen was rein in die Schlange. Irgendeine Verbindung zu diesen Rare-Titeln. Ne, diese typischen Rare-Titel wie die Battletoads. Ich liebe ja den Battletoads-Teil auf dem Super Nintendo. So ein richtig geiles Nostalgie-Game für mich, aber ich war nie besonders gut da drin. Könnte mir nie vorstellen, das so komplett durchzuspielen oder so. Das ist echt so heavy. So, mal gucken, ob wir jetzt schwer genug sind. Nein, da fehlt noch was. Das werden wir zeitlich nicht mehr schaffen. Aber eigentlich echt ein lustiges Prinzip. Ich meine, das Grundprinzip haben wir, glaube ich, verstanden. Aber so ein paar der Details haben wir halt noch nicht vereinheitlicht. Da kommt die Axt schon wieder angeflogen. Sie reicht immer noch nicht vom Gewicht. Da ist sie. Zack, hat sie mich kaputt gehackt, die Axt. Ja, ich habe ja gesagt, ich erzähle noch die Story. Ich habe das schon hier und da mal auf dem Trödelmarkt gesehen, das Spiel. Ah, jetzt habe ich wieder einiges mehr an Zeit. Das schaffen wir jetzt noch. Ja, und leider waren das immer Reseller, also ne, die da einfach kistenweise Videospiele auf ihren Ständen liegen hatten und die dann, wenn man gesagt hat, ja hier, das würde mich interessieren, was möchtest du denn dafür haben, dann nicht einfach so aus der Pistole irgendwas sagen, sondern dann auf ihr Handy gucken müssen, ne, und dann auf eBay oder was weiß ich wo dann gucken nach Sofortkaufpreisen. Jetzt hat's gebimmelt, das heißt, wir gehen eben noch aus diesem Level raus. Und ja, die dann auf ihr Handy gucken und einfach schnell mal eben bei eBay suchen, zu welchen Sofortkaufpreisen die Sachen so drinstehen. Und das ist halt eine ziemlich bescheuerte Art, weil wir wissen alle selbst, dass ein Sofortkaufpreis nichts über den Wert eines Spiels aussagt, sondern die Wunschvorstellung eines meistens Resellers ist. Auch fies. Ja, aber die Zeit hat geklingelt. Das heißt, die Zeit für heute ist rum für dieses Spiel. Die ersten zwei Level haben wir uns angeguckt. Ich finde es ein cooles Spielprinzip. Also die Leute damals, die wollten da irgendwie 15 oder 20 Euro für haben. Das war es mir definitiv nicht wert. Und auch wenn ich es jetzt spiele, denke ich so, ja, das ist eine nette Sache. Und Rare ist auch ein Hersteller, den ich immer gerne spiele. Aber 20 Euro muss jetzt nicht sein. Das Spiel so sollte für euch irgendwo zwischen 8 und 12 Euro liegen. Und das ist dann ein fairer Preis. Fürs reine Modul natürlich, versteht sich. Und ja, von daher haben wir heute mal reingeguckt. Mir hat es gefallen. Ist jetzt nicht der Überflieger. Die Steuerung ist so ein bisschen hakelig, aber ich denke mal, da kann man sich reingrooven. Grundsätzlich gefallen hat es mir und ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf dem Klo, wenn es heißt, wir gucken uns irgendein lustiges Gameboy-Spiel an. Auch eine lustige Pausenmusik dabei höre ich gerade, ne? Mucke bei Rare, immer geil. Schön, dass ihr dabei wart. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Deswegen bleiben Sie geil und kommen Sie wieder. Bis zum nächsten Mal. Immer schön schroff bleiben.